Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel hat zum Auftakt der diesjährigen Kalifornien-Rundfahrt das Podium knapp verpasst. Der 30 Jahre alte Thüringer vom Team Katusche musste sich im Finalsprint nach 134,5 Kilometern mit dem vierten Platz begnügen. Den Sieg holte Fernando Gaviria vom Team Quickstep. Der 23-jährige Kolumbianer überquerte die Ziellinie nach 3 Uhr 2 Stunden. Auf den weiteren Plätzen folgten der Australier Caleb Ewan mit Shelton und der Slowake Peter Sagan, Bora. Der deutsche Radprofi Maximilian Wallscheid, Sunweb, kam als Achter ins Ziel. Die erste Etappe der Tour of California wurde auf einem Rundkurs im südkalifornischen Long Beach ausgetragen. Punkt. Am Montag geht es auf der zweiten Etappe über 157 Kilometer von Ventura nach Santa Barbara.